bei der Welser Eintracht. Die Linzer toll gestartet auf Platz 2 im Ranking und die Welser mit einigen Anlaufschwierigkeiten. So gesehen also die Auswärtsmannschaft in der Favoritenrolle. So ruhig wie vor dem Spiel Eintracht-Wels gegen Blau-Weiß-Linz war es in einem vollbesetzten Fußballstadion nur selten zuvor. Man gedachte den Opfern von New York. Von der ersten Minute an machen die Welser Hausherren das Spiel. Nachdem bei den letzten beiden Begegnungen Wels in sehr emotionellen Spielen das bessere Ende für sich hatte, kündigte Trainer Kenzie noch vor dem Spiel an, dass es Zeit ist, diese Serie umzudrehen und endlich zu gewinnen. Erschwerend für Wels kommt noch dazu, dass Bernd Pfister, eine der Mannschaftsstützen, in diesem Spiel verletzungsbedingt nicht dabei ist. Dennoch können die Welser das Spiel in die Hand nehmen und die ein wenig erfolgsverwöhnten Linzer unter Druck setzen. Nur eine gut koordinierte Abwehrleistung der Linzer verhindert, dass die Welser schon in den ersten Minuten in Führung gehen. Nur selten kommen die Blau-Weißen in den Strafraum der Welser. Doch bei diesem Steilpass von Lechfellner hilft einer der Welser Verteidiger ein wenig mit und Attila Tod schießt zum 1:0 ein. Mit diesem Blitzangriff der Linzer haben die bislang dominierenden Welser nicht gerechnet und spielen von nun an etwas verhaltener. In der 30. Spielminute ein neuerlicher Angriff der Linzer. Und nach diesem Foul von Mario Eischil im Strafraum entscheidet Schiedsrichter Muckenschnabel auf 11 Meter. Hofmann tritt an, scheitert aber an Torhüter Meier. Und nach diesem unnötigen Foul von Meier an Duru gibt es abermals 11 Meter. Wieder tritt Hofmann an, doch diesmal verwandelt er zum 2:0 für Blau-Weiß. Beide Mannschaften kommen bis zur Pause noch zu guten Chancen, doch es bleibt beim Pausenstand von 2:0 für Blau-Weiß. In der zweiten Spielhälfte präsentieren sich die Welser weit nicht so kämpferisch wie zu Beginn der ersten Halbzeit und versuchen durch Weitschüsse den Anschlusstreffer zu erzielen. Trainer Nagel beobachtet den Spielverlauf mit etwas Besorgnis. Achten Sie bei dieser Aktion auf die Nummer 19 von Wels, denn Mario Eischil sieht nach diesem Foul an Harry Leitner gelb-rot. Somit müssen die Welser die verbleibenden 9 Minuten mit 10 Mann das Auslangen finden. Auch mit dem verringerten Kader von 10 Mann kämpfen die Welser weiter um den Anschlusstreffer. Doch es bleibt beim Endstand von 2:0 für Blau-Weiß-Linz. Erste Hälfte war nach ersten 15 Minuten nachher okay, aber zweite Hälfte, wir haben wirklich zu wenig für Fußball getan. Obwohl, freut mich für diese defensive Leistung von der Mannschaft, wenn es immer zu 0, dann der Trainer muss zufrieden sein. Die Mannschaft hat 20 Minuten das Spiel gemacht. Das war für mich eigentlich, das waren 20 Minuten, wie ich meine Mannschaft eigentlich schon lange nicht mehr gesehen habe. In der Phase hätten wir unbedingt ein Tor erzielen müssen. Blau-Weiß hat dann eigentlich aus einer Torchance ein Tor gemacht und aus einer Möglichkeit das zweite Tor gemacht. Aber unser Problem ist im Moment sicher, dass wir im Kombinationsspiel Probleme haben und dass wir beim Tore realisieren ganz einfach momentan nicht unbedingt vom Glück verfolgt sind. Für die Linzer hat sich dieser Sieg ausgezahlt, denn durch die Tatsache, dass Schwanenstadt zu Hause den bisherigen Tabellenführer beim 0:0 zwei Punkte abgeknüpft hat, heißt der neue Tabellenführer der Regionalliga Mitte FC Blau-Weiß Linz.